Eins der spannendsten Themen, wenn man sich auf den technischen Universitäten, ganz egal ob es in München oder in Wien oder in Graz oder wo auch immer ist, gibt es ganz viele Forscher, die im Augenblick gerade daran arbeiten, aber auch große Unternehmen, die daran forschen und experimentieren, Batterien leistungsfähiger zu machen. Da geht es um die Leistungsdichte, da geht es um Kapazitäten, da geht es um Kapazitäten der Batterien. Es geht darum, aber auch diese Batterien schneller laden zu können, mehr Strom rauszubekommen und. Und da gibt es einen Mann, der seit 2013, nämlich Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Uni in Ulm, der Experte ist, mittlerweile auch Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm, zusätzlich wissenschaftlicher Direktor von CELEST, dem Center for Electrochemical Energy Storage in Ulm, Sprecher des Exzellenzclusters POLIS, bekannter Experte in Sachen Akkuforschung und für E-Mobilität. Also alles, was es in Sachen Batterieforschung gibt, kennt er, weiß er und wird es uns jetzt hier weitergeben. Neue Ansätze und Trends in der Batterieforschung. Herzlich willkommen, Dr. Maximilian Fichtner. Grüß Gott. Wir sind gespannt, wann kommt die Wunderwutzi-Batterie, die uns 1000 Kilometer weit bringt, im besten Fall ohne laden zu müssen. In der Presse ist sie schon da. Ja. Gut, danke. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank für die schöne Einführung und herzlichen Dank für die Einladung in diesen wunderbaren Ort hier. Also ich möchte heute versuchen, ein paar Dinge allgemein zu den verschiedenen Antriebsvarianten zu sagen und dann natürlich auf die Batteriestärke eingehen. Und ich würde eigentlich gerne beginnen mit einer kleinen Zeitreise. Wenn wir die Möglichkeit hätten, jetzt in die ferne Zukunft zu fahren und würden zurückblicken, was da in der Menschheitsgeschichte alles so passiert ist in den letzten 4000 Jahren, dann würden wir sehen, dass die Menschheit im 20. Jahrhundert begonnen hat, sehr stark fossile Energieträger zu verbrennen in allen möglichen Anwendungen. Und wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, dann hätten wir Folgendes festgestellt, dass es nämlich auch so wieder aussieht. Ja. Wir sind im Augenblick hier etwa, interessanterweise, es gibt so ein paar Fragen, wo sich die Leute unklar sind, sind wir da jetzt genau drauf, war das vor 5 Jahren schon oder ist es erst in 5 Jahren, auf so einer historischen Skala spielt das keine Rolle. Wichtig ist, dass es hier wieder runtergeht. Das heißt, es ist sowas, in der Wissenschaft bezeichnen wir es als Singularität, also wie so eine Spitze, die kommt und die geht und dann ist wieder weg. Das Interessante ist jetzt einerseits, dass wir, wenn wir hier sind, wir kennen eigentlich nur den Verlauf hier nach vorne. Das heißt, wir sind dran gewöhnt, Öl, Gas und Kohle zu verbrennen und sind wohl auch der Meinung oder einige sind der Meinung, dass es noch Jahrhunderte so weitergehen kann, was nicht der Fall ist. Die schwierigste Aufgabe für Leute wie uns, aber auch Ingenieure, andere Wissenschaftler, ist natürlich, diese Lücke hier aufzufüllen. Weil die Verfügbarkeit kostengünstiger Energie ist natürlich eine wesentliche Grundlage für all unser Wirtschaften und unser Dasein. Das Problem ist ein bisschen auch, oder ein bisschen ist sehr untertrieben, dass wenn hier diese Ressourcen auslaufen, ja, und das wird in wenigen Jahrzehnten der Fall gewesen sein, dann fallen auch andere Dinge weg, weil diese fossilen Energieträger, die werden natürlich auch in der chemischen Industrie benötigt. Und wenn Sie diese ganzen Dinge hier betrachten, die im Augenblick aus Erdöl gemacht werden, dann kann man schon Bedenken bekommen. Wissen Sie, ich kann verstehen, dass so alte Kerle wie ich hergehen und sagen, das betrifft mich möglicherweise gar nicht mehr und ich mache am liebsten so weiter wie bisher. Ja? Und ich kann aber auch unsere Kinder verstehen, die sich verzweifelt irgendwo festkleben auf der Straße, weil sie sagen, ihr nehmt uns die Grundlagen weg für die Zukunft. Und natürlich haben beide recht. Ja, und wenn wir ein bisschen mehr auf unsere Kinder achten wollen, dann sagen wir, okay, dieses Verbrennen hier hat nicht nur den Effekt, dass sich das Klima erwärmt, sondern wir rauben auch zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage. Darüber wollen wir aber heute gar nicht so sprechen. Wir wollen mehr über Antriebe sprechen. Und wenn Sie heute ein neues
System sich überlegen müssen oder wenn Sie ein neues Fahrzeug generieren wollen, müssen Sie sich verschiedene Fragen stellen, diese beantworten. Also welcher Antrieb sollte mit welcher Energieform gestaltet werden? Und da gibt es natürlich die Frage, welchen Beitrag der zur Treibhausgasemission für Verminderung leisten kann. Also die Frage, wie effizient geht denn der Antrieb mit der zur Verfügung stehenden Energie um? Wandelt er die alle in Vortrieb um oder erzeugt einen Haufen nutzlose Wärme und wärmt damit nur die Umgebung? Wie ist die Rohstoffsituation? Können Sie überhaupt eine Weltflotte von 1 Milliarde Kraftfahrzeuge auf die Straße stellen? Und dann noch mehr so nutzerspezifische Eigenschaften wie Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit und Kosten. Fangen wir mal an und fangen mit dem obersten Punkt hier an, Treibhausgasminderung. Und wenn Sie sich dem Thema nähern, dann fällt immer das Wort Lebenszyklusanalysen. Lebenszyklusanalyse heißt, da beschäftigt sich ein Fachmann damit, welche Treibhausgasemissionen in jedem Schritt der von der Wiege bis zur Bahre von einer bestimmten Technologie mit dieser Technologie verbunden ist, erzeugt. Was wir hier haben, sind die Treibhausgasemissionen verschiedener Antriebsarten über den gesamten Lebenszyklus. Da sehen Sie hier links sind so höhere Balken, rechts die etwas niedrigeren Balken. Links, das sind alles praktisch Antriebe mit Verbrennungsmotor. Grau hier unten ist immer so die eigentliche Karosserie des Fahrzeugs. Das hier ist das, was Sie erzeugen, wenn Sie halt den Kraftstoff verbrennen. Und um den Kraftstoff zu erzeugen, brauchen Sie auch noch Energie. Und das sind diese helleren Bereiche hier. Rechts sind die elektrischen Antriebe. Da sehen Sie jetzt zwei verschiedene. Die mit diesem gelben Zwischenbalken, das sind die batterieelektrischen Antriebe. Das hier sind die wasserstoffelektrischen Antriebe. Gelb heißt hier, das ist der Treibhausgasaufwand, den Sie berücksichtigen müssen, in der Produktion oder für die Produktion der Batterie. Das ist dieser berühmte Batterierucksack. Der ist also hier etwa, entspricht dieser Dicke. So etwas Ähnliches gibt es auch beim Brennstoffzellenfahrzeug. Und da sind es vor allem diese großen Carbonfasertanks. Das ist ja richtig dickes Carbonfasermaterial. Und die sind von der Herstellung und bei der Entsorgung mit einem hohen CO2-Anteil verbunden. Dann sehen Sie auch hier noch, da ist ein Balken, der fällt so ein bisschen raus bei den Wasserstofffahrzeugen. Das ist das Wasserstofffahrzeug, wie es heute aussieht. Und das liegt einfach daran, dass der Wasserstoff, den wir heute verwenden, eigentlich ein Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung, denn der Wasserstoff fällt nicht vom Himmel, sondern der wird erzeugt durch sogenannte Dampfreformierung aus Erdgas mit Wasserdampf. Dabei entsteht Wasserstoff und Kohlendioxid. Das Kohlendioxid lässt man in die Atmosphäre und das führt dazu, dass ein heutiges Brennstoffzellenfahrzeug, was mit etwa noch zu 99% mit grauem Wasserstoff betrieben wird, etwa einen Fußabdruck hat wie ein Diesel oder wie ein Plug-in-Hybrid. Das hier ist der etwas höhere Balken, das ist das batterieelektrische Fahrzeug mit dem heutigen Strommix, da sind ja auch noch fossile Anteile mit dabei. Trotzdem ist es natürlich relativ gering im Vergleich zu hier, weil einfach viel weniger Energie gebraucht wird. Ja. Das ist das Ziel, alles mit erneuerbaren Energien und da kommen Sie auch hier beim grünen Wasserstoff, ist es immer noch ein bisschen höher, da kommen wir gleich dazu, warum das so ist. Gut, dann gibt es natürlich noch andere Punkte. Man kann sich über den Antrieb generell auch einen Eindruck verschaffen. Der Gouverneur von Kalifornien hat letzte Woche gesagt, die haben jetzt tatsächlich ein Verbrennerverbot ab 2035, dürfen keine Verbrenner mehr in Kalifornien verkauft werden, hat gesagt, unsere Kinder werden den Auspuff irgendwann mal betrachten, wie manche Leute jetzt schon das Telefon mit einer Wählscheibe. Und sowas wird da auch kommen und wahrscheinlich werden sich unsere Kinder wundern, warum man statt so einem Teil früher immer so einen Teil verwendet hat, um den gleichen Output zu bekommen. Der hat übrigens hier noch 50 PS mehr Leistung, glaube ich. Es gibt auch ähnliche Vergleiche bei den Elektrofahrzeugen. Da gibt es also hier zum Beispiel diese Skateboard-Plattform von einem Model 3 von Tesla. Hier ist ein Wasserstofffahrzeug. Da sehen Sie schon, das sind also auch Anteile für die Brennstoffzelle und diese Tanks, die relativ viel Platz wegnehmen.
Hier haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie keinen Motor vorne haben. Das heißt, typischerweise sind die Radabstände bei den Elektrofahrzeugen ein bisschen größer. Das heißt, das ist dann auch der Grund, weshalb Sie, wenn Sie in so ein Fahrzeug steigen, immer so ein bisschen das Gefühl haben, als seien Sie so halb in der nächsten Fahrzeugklasse drin, weil das Raumangebot oft größer ist. Gut, ein paar Worte zu den elektrischen Antrieben, weil das ist wohl die Richtung, in die es weitergeht. Das einfachste Konzept ist tatsächlich hier das mit der Batterie. Da kann man die Elektrizität direkt speichern. Ein Wasserstofffahrzeug ist auch ein Elektrofahrzeug. Nur macht man das dort so, dass man die Elektrizität an Bord des Kraftfahrzeugs erzeugt. Das Gerät dazu ist die sogenannte Brennstoffzelle. Und die Brennstoffzelle wird mit einem Brennstoff gefüttert. Und das ist der Wasserstoff, den man an Bord mitfahren kann. Der wird dann umgewandelt in Wasserdampf und Elektrizität. Und damit fährt dann das Fahrzeug. Das ist eine Sache, die funktioniert eigentlich sehr gut. Daimler ist in den 90er Jahren schon einmal um die Welt gefahren. Trotzdem setzt sich's nicht durch. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Einer der Gründe dafür ist, dass es schwierig ist, an grünen Wasserstoff zu kommen. Und während wir hier 75% der gesammelten Energie tatsächlich auf die Räder bringen, hat die Wasserstofftechnik viele, viele, viele Einzelschritte. Und überall ist so ein Verlust mit verbunden. Ich zeige das mal kurz. Also Sie brauchen deutlich mehr Windräder oder Photovoltaikpanels. Das heißt, Sie können das machen. Sie müssen halt den Leuten auch erzählen, dass Sie halt 3 oder 4 Mal mehr Windräder dafür brauchen. Und da müssen Sie erzeugen, Sie müssen zwischenspeichern. Wenn Sie ihn verflüssigen, verlieren Sie 40% vom Wirkungsgrad. Wenn Sie ihn nur als Druckgas speichern, vielleicht 15%, dann müssen Sie es an die Tankstelle bringen. Da wird er auf 1050 Bar hochgepumpt und auf minus 40 Grad abgekühlt und kommt dann ins Fahrzeug. Im Fahrzeug ist die Brennstoffzelle, verlieren Sie nochmal 50%. Das heißt, am Ende kommt Ihnen, noch 18 bis 20% am Rad an. Und das ist einer der Gründe, weshalb die ganze Sache so schwierig ist. Eine andere Schwierigkeit ist, dass der Wasserstoff sehr, sehr leicht und voluminös ist und schwer zu speichern. Das heißt, im Augenblick sieht es so aus, als ob tatsächlich das reine batterieelektrische Fahrzeug der Gewinner ist. Das ist hier eine schöne Grafik vom Argonne National Lab in den USA. Die haben da mal die Zahlen zusammengestellt aus den letzten 10 Jahren. Und da sehen Sie, wie stark sich das Feld entwickelt hat. In Deutschland sieht es etwa so aus. Wir haben eine Verdoppelung alle etwa 1,5 Jahre. Das heißt, wir haben immer noch ein exponentielles Wachstum. Und die sich mehr mit Ökonomie beschäftigen, wissen natürlich, dass bei jeder Technologieeinführung man so eine typische S-Kurve hat. Es geht am Anfang so exponentiell los und dann läuft man irgendwann mal in die Sättigung des Marktes rein, dann knickt es wieder ab. Das heißt, wir sind jetzt hier im ersten Teil der Kurve und müssen mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Also ich habe auch schon andere Zahlen gesehen, nach denen 2025 schon oder 2026 jeder zweite PKW ein Elektrofahrzeug sein wird, also im Verkauf. Dann vielleicht noch hier auch noch mal ein kurzer Vergleich. Aktuell werden innerhalb von 3 Tagen weltweit genauso viele batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen wie wasserstoffelektrische Fahrzeuge in den letzten 10 Jahren zusammengenommen. Also das ist etwa so der Vergleich. Bei LKW zeichnet sich das Gleiche ab, weil Wasserstoff sehr, sehr teuer ist. Also Sie müssen rechnen, eine Fahrtkilometer für einen LKW ist etwa 4-mal teurer, als wenn Sie das batterieelektrisch machen. Und die Anschaffungskosten des LKW selber sind doppelt so hoch. Ja, also das ist schwierig, das dann zu begründen. Ja, und außerdem das schnelle Laden, was immer als Argument gebracht wird, das bringt eigentlich keinen Vorteil, da der Fahrer sowieso alle 4,5 Stunden eine Pause von 1 Stunde machen muss. Und ob er da in 5 Minuten geladen hat oder in 50 Minuten, ist eigentlich wurscht. Der muss eh die Pause machen. Und deshalb sagen die meisten Spediteure, dann können wir das auch elektrisch machen.
Gut, das hat jetzt dazu geführt, dass es ein Riesenprogramm gibt, um diese ganzen erwartbaren Steigerungen hochzufahren. Das äußert sich natürlich auch im Batteriebereich. Hier sind die geplanten sogenannten Gigafactories, also Batteriezellfabriken, große in Europa, Stand vom Juli 2023. Da sehen Sie, dass Deutschland sich vom großen Zauderer eher so zum Musterknaben entwickelt hat. Es sind also 14 Gigafactories geplant. Zweiter Platz ist interessanterweise Ungarn. Dann kommt Frankreich, Großbritannien. Es gibt einige, die für die EU nominiert sind, aber da ist der Standort noch nicht 100% festgelegt. Da gibt es ein paar andere Länder. Österreich ist dann nicht dabei. Und das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil Österreich ist eigentlich hervorragend technologisch aufgestellt. Und ich finde es ein bisschen schade und ich kann es gar nicht genau sagen, woran das liegt. Sie wissen das wahrscheinlich besser. Ich hoffe nur, also ich sage mal so, wenn die Zahlen mal auf dem Tisch liegen, das tun sie seit einigen Jahren, dann kann man mit Technologieoffenheitsdebatten nicht immer nur Fortschritt bringen. Ich kenne leider keinen einzigen Fall, wo es gelungen wäre, mit einer Technologieoffenheitsdebatte neue Märkte zu erschließen. Sondern geht einem die Sache vorbei. Bisher kenne ich diese Argumente immer nur in dem Zusammenhang, dass man Dinge einbremsen möchte. Ich hoffe, dass es hier nicht der Fall ist. Gut, das hat jetzt natürlich auch auf unsere Arbeit eine ziemliche Auswirkung. Wir haben in der Vergangenheit immer daran gearbeitet, bessere Batterien zu bauen. Das heißt, mehr Energie, schnelleres Laden, sicherer, längere Lebensdauer. Aber seit einigen Jahren kommt mit Macht eigentlich ein neues Thema, ein Megatrend, wenn Sie so wollen, und das sind nachhaltige Batterien. Es ist klar, dass man, um wirklich diese Mengen erzeugen zu können, man die Materialbasis modifizieren muss. Ja, das heißt, wir müssen häufig vorkommende und ungiftige Rohstoffe verwenden, die sich auch gut recyceln lassen, und da geht es um ganz neue Batterietypen. Ja, und jetzt mal ein paar Einblicke, wie sich das entwickelt hat in Richtung Nachhaltigkeit, mehr Energie, mehr Leistung, mehr Sicherheit, niedrigere Kosten bei Lithium und den sogenannten Post-Lithium-System, also System jenseits von Lithium. Und ein so ein Kandidat, der in den letzten Jahren recht stark in die Kritik geraten war, ist das Kobalt. Kobaltoxid ist der Pluspol gewesen der allerersten Batterie, die von Sony im Jahre 1991 verkauft worden ist, in so einem Camcorder. In der Folgezeit ist aber sehr schnell klar geworden, dass Kobalt eigentlich keine besonders gute Idee ist, wenn man große Batterien bauen möchte, also für Pkw zum Beispiel. Und deshalb haben Forscher wie ich haben schon in den 90er Jahren begonnen, das Kobalt zu ersetzen. Und zwar durch Nickel und Mangan. Und das Ergebnis sind die sogenannten NMC-Materialien, Nickel, Mangan, Kobalt. Bleiben möchte, auch nach diesem Vortrag, der ist eingeladen, heißt, glaube ich, geladen. Geladen. In allen Podcast-Plattformen. Ja, YouTube. Ja, YouTube geladen. Also das bin nicht nur ich, sondern es sind andere Fachleute auch. Also wir organisieren das Ganze. Gut, schauen wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Mittlerweile haben wir noch keine Verbindung.
Ich gehe mal ein bisschen rein und dann hören Sie mich besser. Und wenn ich ganz laut schreie, dann verstehen Sie mich vielleicht sogar. Versuchen wir es so, wenn wir auch ein bisschen. Also was man sieht, ist eigentlich, dass sich der Kobaltgehalt in den letzten Jahrzehnten stetig verringert hat. Ne? Sie sehen da, da waren erstmal 30%, also ein Teil Nickel, ein Teil Mangan, ein Teil Kobalt. 30%, dann waren es 20%, dann 10%. Und bei Tesla waren es dann zuletzt 2,8%. Und viele Flotten fahren bereits komplett ohne Kobalt. Das sind diese ganzen grünen Materialien hier. Das Lithium-Eisenphosphat oder das sogenannte NMX. Ah, jetzt kommt's. Und der Lithium-Mangan, Spinell und so weiter. So. Also Materialien. Jetzt mal einen Applaus für die Technik, bitte. Sorry, Jungs, ihr wart's großartig. Dankeschön. Es geht schon wieder weiter. Und Tesla liefert ja bereits seit Juni letzten Jahres über 50% der Flotte ohne Kobalt aus. Interessanterweise gibt es das Kobalt fast nur noch in Europa. Komme ich gleich dazu, warum das so ist. Was hat sich im Minuspol getan? Da hat sich einiges getan, was uns helfen wird, die Speicherkapazität nochmal deutlich nach vorne zu bringen um 40%. Und auch nochmal schneller zu laden. Ursprünglich bei den ersten Batterien hat man so Petrokoks verwendet. Der Kohlenstoff hat solche Schichtstrukturen wie so ein Blätterteig, in den krabbelt dann das Lithium rein. Dann ist man auf Naturgraphit umgestiegen. Das hat nochmal bessere Speichereigenschaften. Naturgraphit ist aber auch ein kritischer Rohstoff. Nicht, weil es den so selten gibt, sondern weil er aus China kommt. Das ist dann politisch einseitig und deshalb versucht man den schon seit einigen Jahren zu ersetzen durch synthetischen Graphit, den man überall herstellen kann. Und mittlerweile sind die vom Preis her auch fast vergleichbar. Was jetzt ganz neu dazu kommt, ist, dass man kein reine Kohlenstoff mehr hat in der Anode, im Minuspol, sondern dass man eine Mischung in ein sehr intelligentes Komposit aus Silizium und Kohlenstoff hat. Und das Silizium kann nochmal deutlich mehr Lithium speichern, 8 oder 9-mal mehr. Ja? Und weil man da aber eine Mischung machen muss, ist es am Ende das 4- bis 5-fache von der Kapazität. Und wenn man das mal auf die ganze Batteriezelle ausbreitet, die anderen Teile lässt man konstant, dann also ist es ein Sprung von 40% in der Kapazität. Das ist nicht nur das Einzige, sondern wir verbessern auch die Schnellladefähigkeit. Und wir können in diesem Schnellladebereich von 10 bis 80%, das schaffen wir dann in 7 Minuten. Ja, das ist also schon nochmal ein Fortschritt. Wie sieht es aus mit den Kosten? Auch bei den Kosten tut sich einiges. Da hat ein amerikanischer Ökonom vor knapp 10 Jahren mal eine sogenannte Kostenkurve aufgestellt. Eine Kostenkurve ist, wenn Sie das sogenannte Svensson'sche Gesetz hernehmen, dann kriegen Sie so einen Verlauf, der so abfallend ist und der irgendwie korreliert mit der Anzahl der verkauften Teile. Das heißt, je mehr Sie verkaufen, desto billiger wird die Technologie. Und er kam also zu folgender Kurve, da hat er gesagt, naja, wir nehmen jetzt mal Batteriefahrzeuge mit 350 bis 400 Kilometer Reichweite. Und dann hat er diese Kurve präsentiert. Und dann hat die Fachwelt gesagt, um Gottes Willen, der sagt ja, dass in 10 Jahren die Kosten um 90% gefallen sind. Und dann haben sie alle gelacht und haben wieder nach Hause geschickt. Aber eigentlich ist es genauso gekommen, wenn man mal schaut. Damals gab es eigentlich nur ein Fahrzeug, was es wirklich konnte. 350 bis 400 Kilometer, das Tesla Model S, $80.000. Aber schon 5 Jahre später kam das Tesla Model 3. Das war dann nur noch die Hälfte gekostet. Mittlerweile sind die Chinesen am Markt, auch die Kostensenker, nicht die Kostentreiber. Und dann haben sie ein Fahrzeug, was ähnliche Reichweite hat wie der BYD Model Dolphin. Der kostet 14.000 €. Ja. Und jetzt fahren schon die ersten Fahrzeuge rum mit einer Natrium-Ionen-Batterie, die soll angeblich 9.000 € kosten. Das Interessante ist, dass wir hier dann auch mal in den Bereich kommen, wo man so richtig große Stationärspeicher auch projektieren kann, wo man ganze Städte mit versorgen kann und ganze Landstriche auf 100% Erneuerbare umstellen kann. Auch hier nochmal ein kurzer Vergleich zur Wasserstofftechnologie. Wenn Sie jetzt den Hyundai Nexo nehmen, der hat also 500 Kilometer Reichweite etwa, kostet 80.000 € im Verkauf. Etwa 110.000 oder 120.000 habe ich gelernt in der Produktion.
Der Verbrauch ist im Augenblick in Deutschland, das ist subventionierter Wasserstoff, 19 Euro auf 100 Kilometer. Hier in Österreich etwa um die 30 Euro pro 100 Kilometer. Ne? Wenn Sie das batterieelektrisch machen, sind Sie zwischen 6 und 9 Euro. Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Da gibt es jetzt neuerdings glücklicherweise endlich mal richtige Zahlen, und zwar zusammengetragen von Versicherern und von der amerikanischen Verkehrswacht. Und dann gibt es noch eine schwedische Studie, die eigentlich zum gleichen Ergebnis kommt. Und die haben einfach mal gezählt, wie viele Brände es irgendwie gab und haben das dann pro Kilometer relativiert. Und wenn Sie das hier so anschauen, die Schweden und die Amerikaner kommen etwa zu gleichen Zahlen, sehen Sie, dass halt Verbrennungsfahrzeuge im Faktor 25 bis 30 mal häufiger brennen als batterieelektrische Fahrzeuge. Dafür sind die Brände von batterieelektrischen Fahrzeugen viel öfter in der Presse. Ja. Was die Intensität angeht, gibt es eigentlich was Überraschendes. Das sagt die Schweizerische Eidgenössische Material- und Prüfanstalt. Die sagen, naja, eigentlich ist es von der sogenannten Brandlast her relativ egal, ob das ein Batteriefahrzeug ist oder ein Diesel, weil die sagen, die größte Brandlast wird durch die hohen Kunststoffanteile moderner Fahrzeuge erzeugt, also die hohen Kunststoffanteile im Innenraum, aber auch in der Karosserie. Das ist das, was dominiert. Gut, dann gibt es noch den berühmten Fußabdruck. Ne? Das, wenn man so Ökonomen wie den Herrn Sinn hört, da sagen, ja, da muss man 200.000 Kilometer fahren, bis dieser Fußabdruck mal abgearbeitet ist. Ja, das war, glaube ich, mal 2014 oder 2012. Mittlerweile hat sich das gebessert. Also in Europa haben wir etwa gehabt 100 bis 150 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Wenn wir jetzt mal gucken, was passiert, die ganzen großen Batteriehersteller, die gehen alle dorthin, wo sie Windstrom bekommen, zum Beispiel Northvolt und so weiter. Die gehen alle nach Norddeutschland, also weil sie dort halt direkt erneuerbare Energie beziehen können. Das heißt, Northvolt ist heute schon, also ich sage jetzt Northvolt, weil es der größte Europäer ist in dem Feld, ist heute schon bei 30 Kilogramm CO2. Und bis 2025 werden sie bei 10 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde sein. Das heißt, sie haben dann keinen Rucksack von 200.000 Kilometern mehr, den sie abfahren müssen, sondern vielleicht von 5.000 Kilometern. Und die restlichen 795.000 Kilometer der Garantie fahren sie dann dreimal besser als der Verbrenner. Ja. Okay, was gibt es denn noch Neues? Es hat sich was sehr, sehr Wichtiges getan in den letzten Jahren. Und es ist ein sehr fruchtbares Wechselspiel von Chemie und Engineering, was sich einfach gezeigt hat. Dazu möchte ich Ihnen zwei Bilder zeigen. Das ist die Batterie, also so sieht schematisch betrachtet so eine Fahrzeugbatterie aus, wenn Sie heute mal in Volkswagen reingucken oder ein Fahrzeug von Stellantis oder so. Das ist sogenannte Modulbauweise. Da sehen Sie überall so kleine Kästchen hier, die sind so ein bisschen größer wie eine Schokoladentafel. Das sind die sogenannten Batteriezellen, das ist die kleinste Speichereinheit. Die werden dann gepackt und zusammengeschraubt und verdrahtet, in so einen kleinen Kasten gesteckt. Das ist das sogenannte Modul, das ist ein bisschen größer wie in einem Schuhkarton. Und dann stellen sie so 12 oder 16 dieser Module in eine große Wanne, verdrahten das alles, dann haben sie einen sogenannten Batteriepack. Das funktioniert sehr gut, ja, das wissen wir heute, hat aber der Nachteil, dass sie da unglaublich viel Verbindungstechnik drin haben und viel Verpackung. Das heißt, in so einem Aufbau hier haben sie eigentlich nur 25% aktives Speichermaterial. Jetzt sind die Chinesen um das Jahr 2020 hergegangen und haben gesagt, naja, unsere Fertigungstechnik ist mittlerweile so gut, so zuverlässig, dass wir auch größere Batteriezellen bauen können, die nicht mehr so groß sind wie eine Schokoladentafel, sondern so groß wie ein Dielenbrett. Das haben sie gemacht und haben das dann hier einfach in so einen Rahmen reingesteckt. Das ist das sogenannte Cell-to-Pack-Design. Und damit sparen sie einen Haufen. Einerseits
steigern Sie das verfügbare Speichermaterial. Sie können da einfach viel mehr reinpacken, da ist mehr Raum. Sie erhöhen die Energiedichte dadurch und Sie reduzieren den Aufwand für die Aufbau- und Verbindungstechnik um 40%. Und das ist gewaltig. Und da gibt es zwei Hersteller, CATL und BYD, die verfolgen im Wesentlichen das gleiche Konzept. Und das hat enorme Auswirkungen. Das hat enorme Auswirkungen deshalb, weil es hat bisher auch immer schon neben diesen kobalthaltigen Systemen, diese High-Performance-Materialien, gab es immer auch schon Materialien, die waren irgendwie ein bisschen schwächer auf der Brust, wären aber toll, weil sie sehr billig sind, weil sie sehr langlebig sind, weil sie sehr sicher sind, weil sie eine nachhaltige Zusammensetzung haben. Aber die hat man nicht genommen bisher, weil die Energiedichte zu gering war. Die waren zu leicht, die waren zu fluffig. Ich hätte einfach nicht genügend in so ein klassisches Batterie-Pack-Design reingekriegt. Da hätte ich keine Reichweiten hinbekommen. Ja. Mit den neuen Designs macht das auf einmal Sinn. Der Gewinner bei dieser Geschichte ist das Eisenphosphat. Das hat eine relativ geringe Dichte. Da ist nur Eisen drin, ja, als Metall. Kein Nickel, kein Kobalt, kein Mangan. Aus die Maus. Das hat zu einer regelrechten Materialdämmerung im Gebiet geführt. Weil das hätte vor 5 Jahren noch keiner auf dem Radar gehabt. So gibt es also immer wieder Sprunginnovationen. Dass das jetzt kein Gedankenspiel ist, sondern dass das ganz real ist, das sehen wir hier an dem Bild. Das ist eine Batterie, die genau auf dem Prinzip aufgebaut ist, von der Firma CATL, die seit 23, seit diesem Jahr auf dem Markt, die sogenannte Kilin-Batterie. Damit erreichen sie 1000 Kilometer Reichweite und sie können 700 Kilometer. 1, 2, 3, 4, ja, jetzt. Geht's wieder? Ja. Und Sie können 700 Kilometer draufladen in 10 Minuten. Und damit ist das Thema im Wesentlichen durch. Ja, wenn Sie jetzt noch vor, das ist konventionelle Batteriechemie, das ist nur Design. Wenn Sie jetzt noch die Siliziumanoden dazu nehmen, die ich vorhin gezeigt habe, dann sind Sie bei 1400 Kilometern. Und dann können Sie dann auch dem besorgten Dieselfahrer, der täglich 1800 Kilometer mit 5 Leuten im Auto, 3 Hunden und einem großen Campinganhänger nonstop fahren muss, ja, können Sie vielleicht auch irgendwann die Angst nehmen. Hoffen wir doch. Also das sind alles keine Hirngespinste. Das hier ist das erste Fahrzeug mit so einer Batterie, kommt von Geely. Das Modell CK001, Geely kennen Sie, gehört Volvo, Lotus, Link und so weiter. Größter Anteilseigner, Einzelanteilseigner von Mercedes. Fährt mit Eisenphosphat, WLTP 1020 Kilometer. Ja. Und sieht auch noch gut aus. Das liegt daran, dass der Designer von den ganzen BYDs, das ist Wolfgang Egger, der war früher Chefdesigner bei Alfa Romeo und davor war er Chefdesigner bei Audi. Der ist jetzt bei BYD. Ja. So, noch ganz zum Schluss, 2 Folien. Es tut sich auch auf der Lithium-Seite was. Man versucht jetzt auch, Alternativen zur Lithium-Ionentechnik selber zu entwickeln. Also das Lithium wandert ja zwischen den Polen hin und her, je nachdem, ob die Batterie sich entlädt oder belädt. Und wenn man in so eine Lithium-Batterie reinschaut, dann gibt es hier diese rot markierten Kandidaten hier, Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit, Kupfer. Das sind entweder teuer oder sie sind kritisch oder sind giftig. Und man muss es also unbedingt recyceln, was wir ja machen werden. Aber man kann es auch ersetzen. Und das sind die sogenannten Natrium-Ionen-Batterien. Und dann haben Sie hier auf einmal einen Satz von Materialien, die finden Sie praktisch hinterm Haus. Ja. Und das ist eine Sache, die ist extrem spannend im Moment, weil auch da das Potenzial ist, nochmal deutlich kostengünstiger zu werden. Und was die Performance angeht, da hat man bisher immer gesagt, naja, die sind halt deutlich schwächer als die Lithium-Ionen-Batterien. Aber durch die neuen Batterie-Pack-Designs können Sie sich auch vorstellen, dass auch solche schwächeren Kandidaten ihren Platz finden.
Und das hat man jetzt gerade gemacht in der Veröffentlichung. Also was wir hier sehen, ist so die Reichweite, die man erwarten kann in Meilen hier. Das ist die Energiedichte in so einem Batteriepack. Da oben sind die ganzen Fahrzeuge, die mit Lithium-Ionen-Batterien fahren. Ja. Das Grün sind die aktuellen Daten von Natrium-Ionen-Batterien. Und was man jetzt gemacht hat, man hat einfach mal gesagt, wir packen mal so eine Natrium-Ionen-Batterie in das Design von so einem chinesischen Cell-to-Pack-Block. Ja. Und siehe da, man landet dann bei Werten, die recht nahe denen sind, zum Beispiel von einem Audi e-tron 55 oder von einem Mercedes EQS 400, nee, Mercedes EQC. Ja. Das heißt, man ist also schon irgendwie in der Nähe, und wenn wir hier noch ein paar Materialverbesserungen erreichen, dann sind wir dort. Ja, das heißt, die Lithium-Ionen-Batterie könnte zumindest teilweise ersetzt werden in diesem leichteren Segmentbereich durch Natrium-Ionen. So, jetzt komme ich aber zum Schluss. Ich habe schon kräftig überzogen. Ich hoffe, ich muss noch mal erinnern an den Anfang, dass es einsichtig ist, dass wir von den fossilen Kraftstoffen weg müssen. Nicht nur aus CO2-Gründen, sondern wir berauben uns ganz vielen anderen Dingen. Ja. Dann bei der Batterie habe ich hoffentlich gezeigt, dass ein fruchtbares Zusammenspiel von Chemie und Ingenieursarbeiten gegeben hat, was komplett neue Möglichkeiten eröffnet in der Entwicklung von Batteriesystemen. Das heißt, wir können für Elektroautos jetzt auch Materialien nehmen, die in Anführungszeichen ein bisschen schwächer sind auf der Brust. Ja. Mittelfristige Perspektiven sind 1000 Kilometer Reichweite, 10 bis 15 Minuten Ladedauer mit der Standardchemie oder 1300 Kilometer und 8 bis 10 Minuten Ladedauer mit diesen neuen Anoden. Das ist auch keine Fiktion, diese Anoden. Warta macht die, es gibt eine Reihe anderer, die machen. Porsche plant, die bei sich einzusetzen jetzt. Und die neuen Batterien können dadurch eine Chance bekommen, ihre Stärken auszuspielen. Natrium-Ionen-Batterien können das Ganze nochmal aufmischen. Sie können bahnbrechend sein Richtung mehr Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit von Rohstoffen. Und sie werden zumindest teilweise in der Lage sein, Lithium-Ionen-Batterien zu ersetzen. Früherer Mitarbeiter von mir ist jetzt bei CATL, bei den Chinesen. Die waren kürzlich da. Die haben gesagt, naja, die Ankündigung von 2021 war kein Bluff, dass sie da jetzt reingehen. Sie haben die erste Fabrik am Laufen und liefern bereits jetzt das erste OEM mit Natrium-Ionen-Batteriezellen. Das heißt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt dann irgendein chinesischer Hersteller mit einem Elektrofahrzeug auf den Markt mit Natrium-Ionen-Batterien. So, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich herzlich für die freundliche Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Maximilian Fichtner, danke auch. Sie haben uns die Notwendigkeit erklärt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich mir das heute jetzt anhöre, dann habe ich einfach das Gefühl als Endkunde, es ist noch zu früh, ein Elektroauto zu kaufen. Naja, wissen Sie, ich fahre so einen popeligen Hyundai Kona. Der hat eine größere Reichweite wie jedes Wasserstofffahrzeug. Ich meine, wie viel wollen wir? Gut, Wasserstoff kennen wir ohnehin nicht in Frage, wenn wir zwei Tankstellen. Ich habe jetzt 500 Kilometer Reichweite. Ich fahre noch einen alten Verbrenner, in Alfa Spider. Ja, da habe ich auch 500 Kilometer Reichweite. Also aber in 3 Minuten getankt. Ja, wenn ich dann noch in der Kasse stehe mit 2 Latte Macchiatos ja, vor mir. Sie haben schon recht. Aber das Problem, das wir jetzt gerade von Ihnen auch präsentiert bekommen, es wird so viel geforscht und Sie haben uns diese Zeittangente auch gezeigt. Ja. Es wird so viel geforscht. Das heißt, wir haben da in nächster Zeit noch, glaube ich, unglaubliche Quantensprünge in der Batterietechnologie zu erwarten, oder? Würden Sie das sagen? Nein, die sind ja schon da. Also bei den Chinesen sind sie schon da und bei uns kommen sie jetzt auf den Markt. Entweder übernehmen es die Europäer oder die Chinesen bringen sie her. Ja. Okay. Aber sie sind eigentlich schon da. Gut, alles vorhanden. Wir können es schon. Jetzt muss es nur noch in den Markt kommen. Muss in den Markt, ja. Großartig. Dankeschön. Danke auch für diesen humorigen Anteil der Betrachtungen.
was sich da tut, Herr Professor Maximilian Fichtner. Wie erwähnt, falls Sie es vorher nicht gehört haben, würde Ihnen unbedingt den Podcast empfehlen, geladen. Da gibt es immer wieder mal Updates zur Batterietechnologie.